Servus und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Raging Blast Part 3, Son Gohans Wutexplosion. Hier ist heute der erste Kampf. Wir kämpfen mit Son Gohan in der Kid Gohan Version Krillin Piccolo gegen Nappa. Sollte eigentlich ein leichtes Spiel werden, aber ihr kennt das, wenn die Computergegner scheiß Kämpfer haben, dann sind sie auf einmal saustark. Ist ja eigentlich immer so. In jedem Beat'em'up. Sei es jetzt Smash Bros, Dragon Ball. Der Gegner ist scheiße, der Computer steuert ihn und schon geht's aufs Maul. Gohan, have faith in yourself. If you really want to, you can be even more powerful than I am. Focus all of your strength, then attack. Got it? Okay. So, dann schauen wir mal, was Kid Gohan ausrichten kann. Gegen Piccolo haben wir ein bisschen verkackt. Wir müssen hier mal ein bisschen Platz verschaffen erstmal. Ihr seht, wie viel Energie der hat. Das kommt natürlich daher, dass wir hier mit drei Kämpfern gegen ihn antreten. Aber dennoch sollten wir den relativ gut down kriegen. Also gerade mit Piccolo, mit Krillin kämpfe ich eigentlich auch ganz gern. Da geht auf jeden Fall was. Was mich ein bisschen überrascht hat, jetzt kurz vorm Aufnehmen. Ich habe natürlich meine Xbox angeschaltet, ganz normal. Ich war ja immer noch da, wo sie immer stand. Dann hat mein Controller rausgeholt, den ich seit 2 Monaten nicht angefasst habe. Und die Batterien sind voll. Das ist auch mal was. Ah, der Felsen hat mich quasi gerettet. Bringt mir auch nicht, soll er mir nochmal eine verpasst. Ey. Verdammt. Ah, das war ein bisschen hart, der Schlag. Aber Krillin hat eine relativ schnelle Angriffsart. Den kriegt man kaum unter Kontrolle eigentlich. Ich mache gern diesen Move, in dem man hinter den Gegner kommt, weil, ja, dann ist man hinterm Gegner, ne? Oh, dass ich da noch treffe. Ich habe jetzt schon Sorge, dass das die Begrenzung verschluckt, aber jetzt machen wir hier mal ein bisschen Dampf. Okay, hat noch gereicht. Oh, nochmal. Eieieiei. Performance ist embarrassing. So, was willst du noch, hä? Das ist schon so ein fettes Riesenbaby, dieser Nappa. So, das Ausweichen klappt jetzt auch immer besser. Und das ist jetzt keine so gute Idee gewesen, die Attacke. Aber er geht zu Boden, das ist schon mal gut. Wir dürfen mit Krillin noch eine Runde. Ich weiß nicht, ob Nappa nochmal... Oh, was war das denn? Ob Nappa nochmal regeneriert wird. Zumindest dürfen wir jetzt auf Piccolo wechseln. Noch 3 Streifen übrig. Wir stehen bis jetzt ziemlich gut da. Also wir hatten keinen so richtig an der Kante zum Jenseits. Kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Piccolo ist natürlich ohne Frage der Stärkste. So. Ein bisschen Höllenspirale gefällig. So, und schon sind wir in Führung. So, was macht er jetzt? Ach, wir müssen nochmal wechseln. Ja, das ist ja super. Mit Kid Go. Ach komm, hör mir auf. Das muss doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich mit Gohan jetzt zu Ende kämpfen muss. Aber ich gebe mein Bestes. Nappa ist ja relativ einfach zu besiegen, eben weil er so langsam ist. Ich habe schon 2-mal gesagt, also das ist... schon fast lächerlich.
Kraft ist eben nicht alles. Das ist eigentlich so die Vorwarnung für die frühen Super Saiyajin 2-Versuche im Anime. Wo unter anderem Trunks ja den Super Saiyajin 2-Status eigentlich schon erreicht hatte, ihn aber nicht in Geschwindigkeit umgesetzt hat, sondern rein in Kraft und dann einfach viel zu langsam war. So, bitteschön. Ich darf zum Tanz bitten. Ein Bakuretsu Ranma zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Na, nee. Er hält so viel aus in der Phase. Aber ist eigentlich kein Thema. Den kriege ich auch so klein. Oh, schade. Das wäre eine schöne Kombi gewesen. Bams und Bams und den noch und ah, verdammt, jetzt hat er geblockt. Ah, ich sehe nichts mehr. Und tschüss. Ah, verdammt, jetzt hat er das Masenko nicht gemacht. So, jetzt hier nochmal. Und tschüss. Gemeistert. Ich glaube, das ist ein guter Einstand in die Folge. Ja, das kam dem Anime doch schon sehr nahe. Genau diese Szene gab es auch. Piccolo opfert sich für Son Gohan. Einer der traurigeren Momente, aber im Endeffekt hat er, glaube ich, überlebt sogar. Zumindest wird es jetzt richtig heiß, denn jetzt kommen wir endlich ans Eingemachte. Son Gokus stiller Zorn. Gegen Nappa dürfen wir mit Son Goku ran und Son Goku ist natürlich das Nonplusultra in Dragon Ball. Da sollte doch was gehen. Ich freue mich auch schon sehr auf Dragon Ball Xenoverse. Das wird auf jeden Fall kommen, auch irgendwann auf der PlayStation 4. Mal gucken. Trying to look tough. You don't scare me. It just makes me want to kill you quicker. I won't forgive you for hurting my friends! A little punk like you can't do anything against the mighty Nappa! Das kann ich wegmeiten. Er hat wieder sehr viel Energie. Als hätte ihm der Kampf eben nichts ausgemacht. Aber Son Goku, der denkt sich mal, leck mich und geht jetzt mal richtig zur Sache. Die Rachegelüste bei Son Goku sind natürlich groß und ihr seht schon, der macht deutlich mehr Damage als die anderen Kollegen. Dann nützt auch die... Oh. Dann nützt auch die starke Defense von Nappa wenig. Da kriegt er jetzt mal eine Kaioken. Eine sehr geile Technik, finde ich. Ja, das klappt nie. Ich habe es jetzt mal versucht mit dem Ablenken, aber im Endeffekt kriegt man da nur aufs Maul. Jetzt habe ich die Einschlagbombe gleich nochmal abgekriegt. Das war jetzt ein bisschen unnötig eigentlich, weil ich jetzt genau reingerannt bin. Aber das lässt sich ausgleichen. Da habe ich eigentlich keine Bedenken.
Ich lade mal den Kollegen mal auf. Genki Dama mache ich nicht. Ich möchte den ultimativen Angriff gern vermeiden eigentlich. Ich würde mich mit den normalen Angriffen langhangeln. How can you fight him if you're so angry you can't even see straight? Right. Thanks, Vegeta. I needed that. Now, Kakarot, I hope you're ready. So. Da haben wir jetzt mal ganz kurz Vegeta schon gesehen. Der wird im nächsten Kampf auf uns warten, der auch noch in dieser Folge stattfinden wird. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir müssen natürlich erstmal Nappa hier. Bad news. Das war jetzt ein Schlag, den hätte ich nicht gebraucht. Ich hoffe, ich komme ohne aus. Ach komm, ich hatte doch die Verteidigung oben. You're fighting much better. It's about time I shut your big mouth. This is the end for you. You don't kid. Okay, dann machen wir jetzt mal den Zwirbler. Ich weiß nicht, wie viel ihm das abzieht. Es kann sein, dass das schon das Finale ist. Noch nicht ganz, aber es bringt uns wieder auf eine ähnliche Stufe. Oh, ey, diese Attacke nervt. So, verpissen Sie sich. Mit der Kaioken kämpft sie es übrigens auch sehr schön. Das ist wie bei Piccolo, so ein bisschen aufladen. So, ein bisschen auf den Bogen geprügelt und dann ist die Sache auch erledigt. Darn you! That should put an end to your fighting. Now get off our planet and take this oath with you. A Saiyan who can't move is worthless. Die! Die Herzlosigkeit von Vegeta am Anfang kennen wir auch alle. Nappa muss dran glauben, wird von seinem eigenen Freund bzw. Kollegen erledigt, der sich jetzt Son Goku annehmen möchte. Und ich glaube, wir kämpfen auf Seiten von Son Goku im ersten Kampf. Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Der dritte Kampf der Episode, Son Goku gegen Vegeta. Ein erdzerreißender Kampf und das ist schon der vorletzte Kampf in der Saiyajin-Saga. Da würde ich fast sagen, dass wir noch zwei Kämpfe sehen in dieser Folge. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir den klein kriegen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal. Kann natürlich auch sein, dass wir hier jetzt ein bisschen ablosen. Aber ich möchte ungern in der nächsten Folge Saga-übergreifend agieren. Also, wenn wir da schon was finden. Hier ist ein Treat für dich, Kakarot. Es ist rar, dass ein Low-Class-Warrior wie du jemanden wie mich kämpfen kann. If he tries hard enough, any fighter can beat an elite in battle. You think so? Well, let me show you just how useless trying hard is. What? So, jetzt habe ich kurz geschwiegen. Ich habe mich nochmal kurz konzentriert, was ich jetzt am Anfang mache. Ich hasse diese Arena. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Es gibt hier zu wenig Böden. Das ist nicht so super toll. Aber wir machen jetzt hier mal ein bisschen Kaioke-Power und das ist auch ganz schön. Und Son Goku ist jetzt, glaube ich, auch in einem anderen Modus. Also ist schon eine Stufe höher von seinen Fähigkeiten her. Der macht jetzt ein bisschen was anderes. Die Kaioken-Attacke hat sich weiterentwickelt. Ist nicht mehr die normale Kaioken, sondern die Kaioken times 3 schon.
Looks like you've reached your limit. It's time to finish you off and show you the true power of an elite Saiyan warrior. Show me what you've got. Ich wusste, dass so eine Kackattacke kommt. Sowas ist halt auch der Grund, warum man die Story eigentlich nicht perfekt meistern kann, also ohne Schaden. Weil es immer wieder solche Attacken gibt, die man nicht ausweichen kann, die einfach storybasiert eingefügt sind, die man nicht ausweichen kann. Das ist ein bisschen doof, aber gut, so ist es halt. Aber ich mache jetzt hier mal wieder ein bisschen Gleichstellung, weil der hat sich wieder regeneriert. Kennt man ja schon, da hatte man schon halb down, ne? Und dann kommt er wieder an. Das ist jetzt nicht so nett gewesen, aber gut. Wir machen jetzt hier weiter mit der Kaioken und hauen ihm ordentlich eine aufs Maul. Oh oh. Ah. Der hat wehgetan. Ich hau ihm ordentlich aufs Maul. So, jetzt bitteschön. Jetzt ist aber die Kaioken schon wieder gegessen. Dann können wir uns wieder aufladen. Wir sind aber immer noch in Führung. Ich gehe jetzt mal auf Ultimativ und mache nochmal die Kaioken. Oh oh. War das die Ultimative? Ich weiß es gar nicht. Kann sein. Kaioken mit Kaioken. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr abzieht. Wir probieren es mal aus. Könnt ihr mal vergleichen, ich habe es jetzt nicht so im Auge gehabt, was es vorhin abgezogen hat. Blood. How can a piece of trash like him draw blood from a noble? You're dead. I'm going to make you pay! I don't need this blasted planet anymore. I'll destroy your precious Earth, Kakarot, and you along with it! What the? So, da müssen wir uns jetzt stark wehren, weil es quasi der Angriff gegen den Planeten ist, aber wir kriegen es hin. Und Vegeta kassiert. Und dann dürfte die ganze Sache auch gleich durch sein. Und da fliegt er und ist weg. Wunderschön. Damit haben wir ihn auch relativ schnell besiegt und da dürfte auch noch Zeit für den letzten Kampf sein. He's still alive. Yeah, I didn't expect him to go down so easy. Gut, wir kriegen natürlich wieder ein paar Pünktchen. Und jetzt fehlt nur noch der letzte Kampf und der Epilog. Da sind wir doch relativ gut aufgestellt. Also drei Parts für die Saiyajin-Saga. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Für die anderen Sagas werden wir länger brauchen, denn die sind auch länger gestrickt. Also die Saiyajin-Saga ist die zweitkürzeste. Es gibt noch eine, die kürzer ist. Aber die verrate ich euch noch nicht. Los, Kuririn, also Krillin. Die Hoffnung der Genki-Dama. Wir müssen jetzt Vegeta hinhalten. Also der Kampf könnte durchaus ein bisschen länger dauern, weil der auch sehr storydurchzogen ist. Das heißt, da werden ein paar Wechsel sein, Wartezeit. Also man muss tatsächlich eine gewisse Zeit durchhalten. Es geht nicht nur allein ums Kämpfen, sondern auch um die Zeit, die man damit dem Gegner quasi raubt. Da müssen wir mal gucken. You've given me a lot of trouble for a low class. And now I'll kill you all. And Kakarot, I'll start with you. What? I'm going to beat you! Son Gohan riskiert eine dicke Lippe gegen einen voll aufgeladenen Vegeta, der hier mit schlappen 5 Lebensleisten gegen uns ran will. Und uns gleich mal die ultimative Attacke reindrücken will. Und das auch schafft. Obwohl ich die Verteidigung eigentlich noch rechtzeitig oben hatte, aber gut. Dann machen wir das auch mal. Weil das fand ich jetzt ein bisschen unfair. Take this.
So, gute Reise. Ich glaube, dass Vegeta sich eh wieder regeneriert. He's so strong. He's been fighting with Dad all this time. He's hardly tired at all. Take a good look, Kakarot. This is the last time you'll ever see your son alive. I won't let you get away. Ein bisschen Masenko ist doch die Welt gleich viel rosiger. Ich glaube, wir müssen ihn auf 3 runterbringen. Also auf 3 verbleibende Kreise. Sollten wir auch hinkriegen, denke ich. Dann dürfte der Wechsel zu Krillin kommen und dann geht es schon darum, dass wir... Ah ja, so wenig. Dachte, wir müssen ihn mehr abziehen. Aber jetzt ist erst... Oh, wei. Kann ich im Prinzip nur ausweichen, hä? Was mache ich denn jetzt? Ich wusste nicht, dass ich damit so wenig Energie ran muss. Ich hoffe, dass der nochmal einen Fernangriff macht und ich mich dann verpissen kann. Oh oh. Ja, also ich würde hier gern anders agieren, aber das ist schon sehr riskant jetzt, hier offen ins Messer zu laufen. Deswegen spare ich mir das gerade. Es scheint auch ein bisschen so angelegt zu sein, dass er sich auf Fernangriffe beschränkt. Oh, ich habe nur noch ein, ich habe eigentlich nur noch ein KP. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da jetzt verliere. Oh, ich habe es überlebt. Okay, super. Das war echt knapp jetzt. Ach komm, jetzt hat er die Verteidigung nicht mehr angenommen. Okay. Ich weiß nicht, was Krillin ist. Krillin Destructo-Disc, die Ultimative? Ich weiß es echt. Oh, weia. Darf ich auch mal bitte? Hallo? Hallo? Eieieiei. Ich vergesse immer, dass die Attacke auf rechts ist. Das ist nämlich eigentlich nicht so gut. Oh, fuck. So, und jetzt... Gib mal Ruhe hier. So, erledigt. Yahoo! Goku, we did it! Daddy! You guys, you finally beat him. We all got banged up pretty good. Spricht natürlich auch nicht so ganz der Story. Aber das ließ sich auch schwer machen. Also im Original hat Son Goku eine Genki-Dama aufgeladen, die er nicht mehr weitergeben konnte, weil er schon am Boden lag. Die hat er dann doch noch irgendwie abgefeuert gekriegt und mit viel Ping-Pong hat sie dann Vegeta getroffen, der dann in sein Raumschiff zurückgeklettert ist. Also wirklich besiegt haben sie ihn eigentlich nicht. Aber er konnte halt nicht mehr wirklich weiterkämpfen, die anderen aber auch nicht mehr. So war es eher ein Unentschieden. Wer es genau wissen möchte, sollte vielleicht mal das Enemy sich zu Gemüte führen. Und jetzt schauen wir mal den Epilog noch an. Nach einem schrecklichen Kampf können die Z-Kämpfer Vegeta endlich in die Knie zwingen und die Erde vor den Saiyajin retten. Aber das ist erst der Anfang der epischen Sage, die noch folgen soll.
Ja, und die folgt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen freuen und bis zum nächsten Mal. Servus, Servusle!